Das Strafmaß dafür lautete nun 3 Jahre und 10 Monate ohne Bewährung. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich vorerst zufrieden mit dem Urteil. Im Prozess gegen den falschen Impfarzt im Rosenheimer Impfzentrum wurde am Donnerstag im Landgericht Traunstein das Urteil verkündet. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem Urkundenfälschung, Betrug und Körperverletzung in 1450 Fällen. Die Staatsanwaltschaft ist mit diesem Urteil des Landgerichts Traunstein vor allem deshalb zufrieden, weil die Kammer der rechtlichen Bewertung der Staatsanwaltschaft im Schlussvortrag in vollem Umfang gefolgt ist. Hier waren einige komplexe rechtliche Fragen zu beantworten. In der Urteilsbegründung wies Richterin Jacqueline Aspichler darauf hin, dass hauptsächlich die rechtlichen Fakten zum Urteil geführt hätten. Die Verteidigung versuchte jedoch über die persönliche Motivation von Stefan H. die Strafe zu drücken. Das sei laut Aspichler nicht geglückt. Der Angeklagte sei kein Gutmensch. Er sei vielmehr menschenverachtend, verantwortungslos und ein Betrüger. Außerdem würde sich Stefan H. bewusst in eine Opferrolle begeben, könne seine nachgewiesenen narzisstischen Züge aber nicht verbergen. Das wurde während dem laufenden Prozess von einer psychologischen Gutachterin festgestellt. Des Weiteren sprach die Richterin von bisher unveröffentlichten Chats, in denen der Angeklagte über sexuelle Handlungen mit Minderjährigen schrieb. Auch das aggressive Vorgehen der Verteidigung wurde von der Richterin kritisiert. Neben konstanten, verbalen Vorwürfen gab es etliche Befangenheitsanträge. Beide Parteien haben nun die Möglichkeit, das Urteil anzufechten. Die Staatsanwaltschaft schloss ein erneutes Vorgehen gegen Stefan H. nicht aus. Die bisherige U-Haft von 14 Monaten wird auf die Freiheitsstrafe angerechnet. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.